So Leute, wir sind wieder dabei, Let's Play Advance Wars 2 Black Hole Rising, die Advance-Kampagne. Ich bin heute mal wieder nicht allein, ich habe aber diesmal auch nicht nur einen Gast dabei, sondern gleich zwei. Und das war euer Stichwort. Ach ja, der eine Gast bin ich. Anderes ich, weil ich mir nur einbilde, was ich dann aber denke, dass es wahr ist und was so realistisch in meinem Kopf eingebildet ist, dass es für euch existiert. Mhm. Hallo, ich bin der andere Gast. Ja. Gut, er kennt sie ja beide schon. Die waren ja beide hier schon mal mit dabei. Wir haben gesagt, wir spielen das Spiel heute fertig. Und Crow hat vorhin ausgewürfelt, welche Missionen in Green Earth wir noch machen. Ich habe nämlich nicht vor, die letztlichen zwei zu machen. Und es ist rausgekommen, wir sollen die Chess-Mission noch machen. So. Und prinzipiell will ich eigentlich die Basen hier oben haben. Die da unten kriege ich in der Advance-Kampagne im Normalfall nicht. Huch. Ich glaube, da hat sich mein Skype verabschiedet. Moment. Okay, nachdem mein Internet mal wieder ganz kurz Nein gesagt hat, kann es jetzt ja endlich weitergehen. Ja. Ich will versuchen, diese zwei Basen da oben irgendwie einzunehmen, weil da an die komme ich relativ schnell ran. Muss am Anfang auch noch ein bisschen Geld sparen. Ich brauche relativ schnell einen Medium Tank. Ach ja, Garon, wie findest du es eigentlich, dass wir hier keine guten Vorbilder sein müssen? Keine Ahnung. Soll ich sowas finden? Keine Ahnung, was willst du wissen? Warum muss ich das wissen? Deine du musst es doch wissen. Ey, ich bin nur allwissend, wenn mein anderer Kumpel da ist. Nur dann sind wir Gott. Ja, oh Gott. Ja, ja, wir wissen, du bist in deinem Ghoul-Modus. Nein, bin ich nicht. Was dann? Jetzt nicht. Hatte ich gerade eben doch recht mit dem geistig Behinderten? Nee. Ah, oh, schade. Was ist dann mit dir los? Der ist manchmal einfach so. Ich bin manchmal geisteskrank. Manchmal geisteskrank sein. Das ist... Jetzt bezeichne ich nicht als geisteskrank. Gut, wie ich das bezeichnen würde, habe ich schon gesagt. Okay. Nee, das ist durch. Und jetzt muss ich wieder an Little Britain denken. Was? Little Britain, das ist eine Comedy-Serie gewesen. Die kennt er gut genug. Ja, ich weiß. Also, wegen der Anne. Anne? Na, Anne, wie geht es dir? Anne.
Kilian, du sagtest, er kennt es gut genug. Ich bin enttäuscht von dir, Garon. Ich weiß. Du hast immer wie ein Sohn für mich. Ich weiß nicht, wann das war, aber irgendwann wird das schon gewesen sein. Okay, jetzt muss ich irgendwie schauen, wie ich das hier wieder hinkrieg. Gut, dass das ein rundenbasiertes Spiel ist, weil bei mir hackt es gerade ziemlich. Bei mir auch ein bisschen, ja. Liegt daran, dass die Bildschirmübertragung heute für zwei Leute ist. Ja. Gute Idee. Komm schon, Infanterie, haut den! Ja! Der war wichtig. Der war wichtig. So. Denk dran, keine Werbung machen. Denn nichts erfrischt mich so wie Pepsi es kann. Hast du dir mal Kung Fury angeguckt? Kung Fury, ja. Kung Fury? Mit dem Kung Fury? Ja, ja, ich finde den so geil. Der ist so cool. Ich hab den mir rückwärts mal angeguckt, weil eine Freundin von mir das mir empfohlen hat. Der ist so Hammer. Der ist so Trash-Film und gleichzeitig ist er nicht so ganz trashig. Also das ist so eine Mischung eigentlich. Nein, der wurde ja extra dafür gemacht. Das ist ja. So mit diesem aber Ziel produziert. Dann immer so, als ob man gerade eine alte VHS-Kassette anguckt. Immer diese, ja. dieser Effekt, der ist super. Ich finde das so geil. Da gab es so viele Stellen, wo ich ich finde Thor aber auch ein bisschen seltsam. Vor allem Tricerakopf. Der Film ist geil. Vor allem dieser scheiß Tricerakopf schießt einfach jeden in die Nüsse. Ja, ne? Voll assi. Man schießt einem Mann nicht in die Nüsse. Was das? Ich hab dir gesagt, man schießt einen Mann nicht auch in die Nüsse. Auch wenn es ein Nazi ist, man schießt ihn nicht in die Nüsse. Das gehört sich nicht. Ja, war einfach auch Hitting bei der Lightning. Boah, wie krank, bitten bei der Cobra. Ich finde aber auch das so geil, dass er dann der Zeit zurückgehackt wird und zwei zurückgehackt wird. Ja. Oder so ein scheiß Laser-Velociraptor. Ja, genau. Oh mein Gott, am Laser-Velociraptoren sind toll. Ja, Laser, in der ja. Zeit der Wick. Scheiß Laser-Velociraptor. Ja, vor allem ist das ein Barbaria. Oh, da kommt die erste Black Wave. Der geht zwar nur so eine halbe Stunde, aber trotzdem. Ein richtiger 80er Jahre. Das erste, was im Film vorkommt, ist schon richtig genial. Laser Unicorn. Ja, als er das Auto draufsteigt. Laser Unicorn. Oh ja. Das ist schon krass. Aber ich hab noch nie so einen Realisten gesehen. Ja, der war so realistisch. Vor allem Hacker. Ich meine, er wurde von einer Klapperschlange gebissen? Und von einem. Ja, ich hab die kann mich ja gerade zitiert. Einfach Bit by Lightning und Bitten by a Cobra. Ja, und wurde von einem Blitz getroffen, Ninjas angegriffen wurde. Ja. Und dadurch ist er zum legendärsten Kung Fu Meister der Geschichte geworden. Also Kinder, wenn ihr jemals zum legendärsten Kung Fu Meister der Welt, also der Geschichte werden wollt, lasst euch von der Schlange beißen, während ihr von einem Blitz getroffen werdet und im selben Moment von Ninjas angegriffen werdet. Ja, so es funktioniert immer. Garantiert. Mhm. Und am besten lasst euch dabei noch von einer radioaktiven Spinne beißen. Weil schon die Kobra radioaktiv ist. Das ist Mainstream. Lasst euch von einem grünstrahlenden Faultier beißen. Faultier. Ist er denn Green Lazy? Ich bin faul. Aber ich habe kurz noch diesen Spruch auf Facebook gelesen. Ich bin gerade so faul,
Wenn ich jetzt entführt werden würde, dann würde ich einfach nur denken, dann wohne ich halt jetzt hier. Das würde ich immer. Währenddessen lädt mein Final Fantasy 11 noch runter und immer noch 8183 Dateien. Yay, ich lade ja nicht schon eine halbe Ewigkeit. Mhm. Day Online ist echt ein seltsames Teil. Der Vulkan bricht aus. Jupp. Und ich brauche jetzt erstmal das hier. Die einzige Gabe, die in der englischen Version genauso heißt wie in der deutschen. Echt? Ja. Ja. Wenigstens etwas, ne? Yay. Frag mich, wieso sie da einige überhaupt übersetzt haben. Ja, Eigennamen sollte man generell nie übersetzen. Ja, Eigennamen sollte man sowas lösen. Du besetzt hier nix, Freundchen. Die Basis ist mir. Und falls eine von denen, die für die deutsche Übersetzung zuständig waren, suche, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, in diesem Moment, macht doch mal so eine Scheiße und ihr scheißt euch vor die Tür. Die sind jetzt wahrscheinlich verantwortlich für die Lokalisierung von Animes. Wie schlecht die übersetzt sind. Gott, das kann sogar möglich sein. Also wegen Eigennamen. Immer wieder, wenn ich sage Eigennamen. Vor die Tür kacken. Ja. Immer wenn ich sage Eigennamen dürfen nicht übersetzt werden, muss ich an Harald Töpfer denken. Wie ist das? Harry Potter. Ach so. Harry Potter übersetzt Harald Töpfer. Jetzt schockiere ich mal irgendwelche wahrscheinlich weiblichen Zuschauer. Ich mag Harry Potter nicht. Jetzt werde ich wahrscheinlich gekreuzigt und hänge morgen tot irgendwo rum. Ist doch halb so schlimm. Ja, ist ja nur Harry Potter, ne? Ach ja, und Twilight ist auch scheiße. Ja, da werden die nur halb so viele Leute uns den Kopf abreißen wollen. So, langsam gewinne ich da hinten ein bisschen mal die Oberhand hier. Aber hey, ja. Twilight hat mich schon einen Kumpel gekostet. Echt? Ja, er wurde von seiner Freundin, seiner Schwester und seiner Mutter dazu gezwungen, mit denen an einem Abend alle Twilight-Filme zu gucken. Okay. Ich hab seit 3 Jahren nichts mehr von ihm gehört. Oh. Und die anderen gemeinsamen Kumpels, die wir haben auch nichts mehr von ihm gehört. Oh Gott, nein. Keine Sau weiß, was mit ihm passiert ist. Er ist weg. Ich glaube, der Film hat seine Seele gestohlen. Ja. Hey, der ist jetzt bestimmt in Wirklichkeit voll der Twilight-Fan und geht auf jede Con. Hat keine Zeit mehr, weil er auf jeder Twilight-Con sein muss. Gott. Es gibt nur einen einzig wahren Bella. Bella B. Kennst du Bella B? Glaube nicht. Der Schlagzeuger von den Ärzten. Achso. Ja, tut mir leid, ich kann mit dem Namen nichts anfangen. Was du. Ich weiß nur nicht, wie der dritte im Grunde heißt. Ich kenne Fucking Urlaub und Bella B. Ich weiß nie, wie der dritte im Grunde heißt. Auch wenn ich den Namen mal nachlese. Aber irgendwie, keine Ahnung. Das Internet erfunden. Ja, ist auch schlimm, man denkt ja nicht mehr nach, man googelt ja nur noch. Oh.
Pure. Pure. Gott. Und sonst so? Ach ja, wie fandet ihr den neuen Stop sehen? Das kam gerade ein bisschen abgehakt drüber. Was hast du gesagt? Neue Star Wars, wie fandet gedöhnt ihr ihn? Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Gut, dann dürfen wir hier keine Spoiler reinmachen. Hallo, es ist das Internet. Ihr dürft generell keine Spoiler reinmachen, weil es gibt bestimmt Leute, die haben ihn noch nicht gesehen und können Video angucken. Oder? Hell nice. Genau. Leute, die das und Death Note angefangen haben, werden mich jetzt so hassen. Ich hab Death Note nie zu Ende geguckt, weil mir das Ende gespoilert wurde. Und ich es so beschissen fand, dass ich es nicht sehen wollte. Hey, ich bin ein Typen in League of Legends, der sich Light Yagami genannt hat, den habe ich einfach das gesamte Spiel über die ganze Zeit in Ultimate geschrieben hab, L dies. Nein. Irgendwann hat er das Spiel verlassen. Du bist auch ein Schwein. Er wusste es bereits, er war schon mit dem Anime fertig, nur ist er den tierisch aufgeregt, dass ich das immer und immer wieder gesagt habe. Vor allen Dingen, da es nur sie war. Und sie mochte L, und sie mochte L. Ja, ich mag L auch. Irgendwie 90% aller Frauen, die mögen alle L und Light. Gut, dass ich den Anime auch noch nicht gesehen habe. Hast nicht wirklich was verpasst. Glaube ich. Auch wenn alle sagen, dass der Anime so gut sein soll, aber ich glaube, das liegt an ganz der Fanbase. Ehrlich, ich fand ihn scheiße. Er war nicht wirklich spannend. Du konntest so ab der vierten, fünften konntest du eigentlich schon 5 Minuten vorher sagen, was als nächstes passiert. Ja. Super. Oh. Also ähnlich wie Pokémon. Da kommt die nächste Black Wave. Ja. Nee. Nur das Pokémon wenigstens schöne Spiele dazu. Ja, das stimmt. Der Anime ist nämlich so toll. Dass der überhaupt noch produziert wird. Und naja, die Manga-Version hat, die extrem verstörend ist. Bitte? Und Pokémon hat eine Manga-Version, die extrem verstörend ist. Es gibt nämlich FSK 18 Pokémon-Mangas. Das gibt es doch von... Offiziell? Ja? Offiziell? Offiziell. Was sollen wir denn da FSK 18 machen? Ist das dann brutaler? Pokémon sterben, Pokémon greifen Menschen an und töten sie. Pokémon vergewaltigen Menschen. Okay. Sowas kommt darin vor. Ash hatte sie sowieso schon alle. Alle seine Begleiterin. Ich finde dieses Bild so geil, wo dann alle Frauen, mit denen er rumgereist ist, drauf sind mit einem Schwangerschaftstest in der Hand. Das kenne ich. Das und kenn der Seltsame ist, auf diesem Bild nur Maike ist tierisch angepisst. Nur Maike. Ja. Okay. Weder Misty noch Lucia noch Serena. Sonst irgendwer. Die alle so mit einem leichten Grinsen im Gesicht, leicht rot und Maike total sauer. Dafür kommt das kaum und schnappt sie dir alle noch eine ganz neue Bedeutung. Aber hey. Ich vertraue niemals Ash, wenn er sagt, er zieht ihn vorher raus. Maike hat's bewiesen. Ich sollte mir langsam echt mal merken, wo diese blöden Vulkan-Dinger hinfallen. Das ist an mancher Stelle echt nervig.